Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Mein Name ist Master TLP und heute reagieren wir auf die erste Folge von dem Arctic Warrior. Projekt hier von Otto Bulletproof. Es geht los plus die erste Verletzung. Ist jetzt gerade rausgekommen, die Folge, Premiere. Ich würde sagen, wir machen direkt Vollbild rein. Das ist gerade auch im Stream an. So, machen wir mal an. Gucken wir mal, ob das vom Sound her passt. So. Unser Ziel ist es, die Erfahrungen und Herausforderungen der Teilnehmer möglichst authentisch und ungefiltert darzustellen. Deshalb kann das nachfolgende Programm audiovisuelle Darstellung von Blut, Verletzungen, Erfrierungen, Erbrechen, Körperflüssigkeiten und medizinischen Eingriffen enthalten. Die Teilnehmer befinden sich im Rahmen des Projekts in einer fast durchgehenden körperlichen und psychischen Ausnahmesituation. Diese Umstände können für einzelne Zuschauende belastend sein. Okay. Weiter. Ist schon geil, dass Paramount das sponsert. Finde ich extrem cool. Ja. Ach, Paramount Plus Presents. Wahrscheinlich wird es da auch dann laufen, oder? Kann ich mir vorstellen. Buddy? Ja, das sollte passen. Lappland, Polarkreis, da will ich auch mal unbedingt hin. Minus 25 Grad Celsius, alter Schwede. Okay, das ist mega kalt. Hör ich mal diese Natur an, das ist so crazy. Mein Name ist Otto, ich war 12 Jahre Soldat, Fallschirmjäger und dann im Spezialzug, also einer spezialisierten Einheit. Otto? Nach der Bundeswehr trotzdem noch eine Menge Outdoor immer noch gemacht und hängt da mein Herz dran. Und so vor knapp anderthalb, ja, nicht ganz 2 Jahren. Ich überlege das Ganze, weil nach der Bundeswehrzeit habe ich erstmal zivil weitergemacht, das Ganze mal auf YouTube hochzuladen. Also Touren zu machen, über die Bundeswehr zu reden, weil ich tatsächlich noch Reserveoffizierenwärter bin. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. So kam ich halt auch mit vielen anderen in Berührung aus dem Bereich, so Outdoor-YouTuber, habe ein paar eigene Projekte hochgefahren, die es gibt. Unter anderem zum Beispiel so ein Ocean Warrior, das war so der von dieser Warrior-Serie so der erste Gedanke. Noch recht einfach zu. Ocean Warrior fand ich auch schon mega cool. Also, darauf hätte ich auch schon gerne reagiert. Erst auf was ich so reagiert habe, richtig, war ja mit Tuttle auf Seven Was Wild, die zweite Staffel. Ich hätte schon gerne auf die erste reagiert, aber irgendwie damals noch keine Reactions so gemacht. Aber Ocean Warrior war schon cool, jetzt Arctic Warrior. Mal gucken. Da hat er jetzt schon, also Wasser hat er schon abgehakt. Jetzt kommt nochmal, ja, Eis. Gucken, was dann die nächste Staffel sein wird, aber jetzt gucken wir erstmal Arctic Warrior, wird also jetzt mega spannend. Zu planen, hatte dann das Glück, zu Seven vs. Wild eingeladen zu werden, also Europas größtes YouTube-Projekt. Durfte das auch gewinnen oder konnte das auch gewinnen und hatte immer schon im Kopf, hey, jetzt will ich auch einfach große Projekte machen und da kam die Idee zum Arctic Warrior. Kurz noch, meine Meinung. Ich finde das mega cool, dass Otto Bulletproof wirklich durch auch Seven vs. Wild so ein krassen Hype nochmal bekommen hat, einfach weil der selber so krasse Projekte macht. Finde ich auch wirklich die Views und so weiter, alles gerechtfertigt bei ihm. Finde ich einfach mega nice. Dass so Leute auch wie Fritz und so weiter, auch Illegella und so und Trimax, das sind alles so Leute, die halt immer Projekte und sowas planen. Deswegen feiere ich das extrem. Das ist halt eine Bereicherung für YouTube Deutschland, dass es endlich mal ein paar YouTuber gibt, die halt mal auch Projekte planen, wo halt andere YouTuber mal mit rein können und so weiter. Haben bis jetzt halt noch nicht so viele gemacht. Die letzten Projekte, die es halt immer gab, waren halt eher so Sachen wie Varo oder so, was man noch sagen kann. Ja, aber sonst gab es eigentlich nicht so große Sachen. Alter, war das eine heftige Show. Arctic Warrior. Du Scheiße, ey. Eine tödliche Umgebung hier. Sascha Huber, Alter. Junge, der geht nur ab, Alter. Ist der crazy? Junge, Junge.
Hat er ja schon gemeint, gell, in dem Video. Also, Sascha, der kann ja gar nicht bei Arctic Warrior richtig teilnehmen, sondern der macht ja mehr so ein bisschen was im Hintergrund. Hat sich ja irgendwie beim Mixed Martial Arts verletzt. Das Gelände sagt dir mit jedem Meter, die du hier zurücklegst, ey, du gehörst hier nicht her. Verpiss dich. Alter, das ist viel zu spät. Ich nehme dich aus dem Arctic Warrior raus. Wir sind in einer tödlichen Klimazone und wir vermischen hier, ich sag mal, diese zivile Welt mit dem Militärischen. Das Allerbeste, was wirklich die Bundeswehr da zu bieten hat. Die beste Möglichkeit natürlich außerhalb in der Natur, das zu machen, ist einfach drauf zu pissen. Brennt ein bisschen, aber ist gut. Boah. Lich. Am ersten Tag schon so in der Scheiße. Zieh schon meine Hände aus. Oh. Du fühlst dich so. Scheiße, was ist denn da passiert? Okay. Sieht so aus, als wären sie nass geworden und dann hätte die Kälte zugeschlagen. Das ist wie so ein Nassbrand. Oder, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Also so komplett getrocknet. Ja, so ein Trockenbrand. Keine Ahnung, ey. Oh. Nicht gut. Ich habe nur einen Anruf bekommen, dass sie zusammengebrochen ist und zitternd am Boden liegt. Und draußen geht's echt um die Wurst. Das wird einem erst bewusst, wenn man draußen ist. Und die erste Nacht in der Kälte verbracht hat. Das ist kein Spaß. Minus 37 Grad. Wieder draußen. Alter. Das kann man sich gar nicht vorstellen, halt hier in Deutschland, ey. Wann hatten wir denn mal das letzte Mal wirklich richtig krasse Minusgrade, ey? Das ist auch schon mehrere Jahre her, also gefühlt ein Jahrzehnt, ey, dass es mal minus 10, minus 15 Grad mal war. Im krassen Winter, als es noch richtig auch Schnee gab und so im Dezember. Das hat sich ja irgendwie alles nach hinten verschoben. Jetzt immer im Dezember, Februar kommt ja jetzt erst der Schnee. Deswegen die krasse globale Erderwärmung, aber im Lappland, wahrscheinlich war es aber da auch schon vor 20, 30, 40, 50 Jahren noch, noch kälter als jetzt minus 37, minus 35 Grad. Los, erstmal, los, schnappen. Wie weit bis jetzt sind, wie die das überlebt haben? Wir tauen unsere Zahnpasta auf, weil die wieder eingefroren ist. Ich finde es krank, was wir machen müssen, ne? Dunkel aus. Wie bekloppt ist das eigentlich so? Was machen wir hier? Warum? Ja. Pumpe geht. What is your name? Evil Jared Hassel. Okay, get out. Wirst du jemals wieder ans Telefon gehen, wenn Otto anruft? Ey, Evil Jared, der war auch immer bei Joko und Klaas schon so witzig, ey. Den Typen feier ich. Nein. Wie heißt du? Sascha. Wie alt bist du? 12. Wo kommst du her? Stuttgart. Das Einzige, was ich an Autoerfahrung mitbringe, an der Bushaltestelle. Mal eine halbe Stunde auf dem Bus warten. Real Talk bei mir auch so. Ich muss schon auf den Bus warten. Und dann sind die da raus mit dem Hundeschlitten. Die eine mit dem Skido. Die eine mit dem Helikopter. Meine Schelle, was passiert hier? Und ich durfte dann mit. Macht es gut, alles gut da draußen. Ja, Mann, das kann losgehen. Scheiße. Das habe ich auch schon gesehen im Trailer, ey. Also das ist ja überhaupt jetzt noch der Trailer so mäßig. Irgendwie eine Magen-Darm oder so? Ich weiß auch nicht, ey. Den hat sie ja dann komplett rausgehauen, gell, den Sascha. Hat er also nochmal Glück gehabt, dass er so ein bisschen im Hintergrund war und dann das kam. Das wäre jetzt richtig scheiße gewesen, hätte er wirklich richtig teilgenommen und dann wäre es gekommen nach, keine Ahnung, nach ein paar Stunden in der Kälte. Otto. Mit dem mache ich alles, Brudi. Scheiße. Mal schönen Gruß an die Organisatoren. Das heißt, der richtige Arschlöcher. Ja, ich glaube, Otto hat auf jeden Fall einen Knacks. Ja, ich glaube, das war jetzt eigentlich am besten. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Oh Gott, Digga. Crazy. Crazy, man. Okay, 72 Stunden noch. Wir sind jetzt auf dem Weg und holen die Teilnehmer ab. Die Probe sind ja schon da.
hoffe, sie sitzen alle im Flieger. Ich bin gespannt, ob sie alle ankommen oder nicht gleich rumdrehen, wenn die Tür aufgeht und man spürt die Kälte. Ich freue mich schon richtig drauf. So eine Idee von so einem Arctic Warrior oder von der Durchführung kann man ja gar nicht alleine alles machen. Möchte ich auch gar nicht, weil ich möchte mit Absicht auch als Teilnehmer drin sein, um gar nicht zu wissen, was passiert denn da alles ganz genau. Und wen habe ich da an meiner Seite? Ich habe einmal natürlich ein Sebo. Ich hätte nicht mal die Kleidung dafür, um da mitzumachen, ey. Das ist wirklich, also, man hatte mal so Skiklamotten, aber ich glaube, die halten nicht mal warm genug, ey, für diese Temperaturen da über, also unter minus 30 Grad, ey. Das ist doch, da brauchst du irgendeine Spezialausrüstung, oder? Also ich kann mir da gar nicht vorstellen, dass man da nur mit einer normalen Wellenstein-Winterjacke da irgendwie klarkommt, ey. Wie siehst du denn aus? Ich bin der Sebo. Shut up, please. Otto und ich haben 2002 kennengelernt, seitdem sind wir Best Buddies. Einsätze durchlebt. Hab mit ihm die verrücktesten Lehrgänge gemacht, war mit ihm im über 20 gewesen. Jahre Freundschaft. Jeden Überlebenslehrgang der Bundeswehr zusammen gemacht. Das härteste, was wir zusammen gemacht haben, ist der internationale Combat Survival. Das heißt Resistance Against Interrogation, Widerstand gegen Verhörmethoden, 10 Tage alleine ohne Nahrung, jede Nacht eine Marschstrecke von bis zu 50 Kilometer, wahrscheinlich mehr. Weil er macht viel über die Fitness und nicht übers Orientieren. Und am Ende dann eine Gefangenschaftsphase von 36 Stunden. Mit Stresspositionen, hat gefordert, hat gebissen. Aber haben wir beide geschafft. Ich kann mich einfach 1000% auf ihn verlassen. Ich leite. Ich frage mich, was wurde da dann gemacht, diese 36 Stunden? Wurden die denn auch wirklich gefoltert mit so Waterboarding und so einem Kram? Also, 36 Stunden, da wird man doch dann nach einer gewissen Zeit trotzdem brechen. Kann man das irgendwie gar nicht vorstellen. Vielleicht war das dann eher so, okay, wegen jetzt mal keine Ahnung was, aber die wurden ja nicht komplett gefoltert, so. Also, Verhörmethoden. Ja, die gesamte Veranstaltung. Ich habe alles erkundet, ich habe es organisiert, ich habe das Sicherheitskonzept erstellt und treffe hier alle Führungsentscheidungen. Ich kann jeden überholen und auch den Otto überholen, jemanden aus dem Format rauszunehmen, wenn die Gesundheit es erfordert. Mhm. Oh, okay, lesen wir mal. Arctic Warrior. 8 Teams müssen 4 Nächte und 5 Tage in der arktischen Wildnis überleben. Dabei müssen sie täglich einen Marsch von mindestens 8 Kilometern und eine Challenge absolvieren. Okay, Challenge plus 8 Kilometer. Nach einem Punktesystem können sich die Teams für das Abschlussrennen einen Distanzvorsprung erarbeiten. Wer dieses Rennen gewinnt, ist Arctic Warrior 2023. Crazy. Oh, wird cool also. Alter, wie viel Schnee, Mann. Holy shit. Kittilä. Er ist ja in Finnland. Underdressed. Due to the temperature outside. My name is Jared Hasselhoff and ich bin ein ehemaliger professional alcoholic. Sidekick, ja, von Joko und Klaas, da kenne ich näher. Auch, ich habe auch ein bisschen Musik gespielt. Let's forget. I'm with a B. Backstreet Boys or Baja Men or Bloodhound Gang or whatever it is. Ja, es gibt ein Kerl, heißt Kurt. Knossi. Er ist, ich denke, ein YouTuber. Und wir sind befreundet, weil er will eine Band machen und er dachte, okay, ich will den besten Bassspieler möglich haben. Und er war nicht verfügbar, so Knossi hat zu mir gekommen. Und Knossi, ich denke, ist befreundet mit Otto. Und Otto hat meine Nummer von Knossi bekommen und hat mich angerufen. Und ja, ich dachte, es war Knossi. Und er hat, oh ja, Knossi, was immer du willst. Ja, ich habe Probleme mit deutschen Akzenten. Ich dachte, es war Knossi. So ich, oh ja, jetzt bin ich endlich auf Knossis YouTube-Channel. Und dann ich kam und es ist like, oh, ist Otto. Hi. Schön, dass du da bist. Ihr seid gut angekommen. Gerade Otto gesagt. Okay, geile Haarfarbe. Ja. Schön, dass du da bist. Nee, jetzt erst gecheckt. Alles gut. So, es ist oh, so Sascha, unsympathische Frau. Mit der North-Face-Jacke. Was ist los, Mann? Ich hab eine lange Hose an.
Servus. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass ihr da seid. Keine verloren gegangen. Bitte gehen. Servus, servus. Alter, die haben ja alle denn so gefühlt, ja. Winterjacken für Deutschland an. Mich so warm angezogen dort. Wo was essen können. Ihr kriegt holy shit, Alter. Erstmal. Das Team ist natürlich schon da, die anderen Einweisungen, noch ein kleines Präsentchen, um weiter voranzukommen, sodass ihr auch mit warmen Klamotten rein starten könnt, sodass man erstmal in Ruhe ankommt. Schön, schön, dass ihr da seid, wirklich. Es sind ein paar Meter, wo es, der Bus ist gleich da vorne, es dürfte kurz kalt werden, aber dann seht ihr, wie gut die Klamotten hoffentlich sind danach. Ich habe auch gedacht, okay, so kalt, da denkt jeder so, was habe ich mir angetan? Nee. Meine Zähne sind arschkalt. Meine Zähne waren noch nie in meinem Leben so kalt wie gerade. Es ist wirklich absurd und es ist ein bisschen wie eine Backpfeife. Also am Anfang, wir sind aus dem Flieger gestiegen, per Zufall saß ich neben Alex. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und da meinte Alex so, er ist mal mit dem Fahrrad hier hochgefahren und er meinte, ja, wir müssen ja ein paar Kilometer zurücklegen und das macht man eigentlich in 2 Tagen. Und er sagt, 50 Kilometer macht man in 2 Tagen. Und da habe ich zu ihm gesagt, 50 Kilometer mache ich nicht mal im Monat. Meine Maximalstrecke beträgt vom irgendwie Schlafzimmer zum Klo wieder zurück und vielleicht mal maximal in die Küche. Aber ich freue mich, es wird super. YouTube-Legende. Hey, ich bin Sascha, ich bin 28 Jahre alt geworden. Ich mache YouTube-Videos seit 9 Jahren. 2014 habe ich angefangen im September. Bis heute mal weniger, mal mehr. Und das ist meine Tätigkeit. Ah, schon eine coole Socke, der Sascha, ey. Junge, Junge. Der ist auch schon so lange dabei. Ich habe 2-mal draußen Angelcamp. Aber im Sommer. Das ist ja nochmal was anderes. Das Einzige, was ich an Outdoor-Erfahrung mitbringe, an der Bushaltestelle mal eine halbe Stunde auf den Bus warten. Aber auch schon ein paar Jahre her. Also ich kann es mir so nicht vorstellen, dass ich euch jetzt gerade nicht mal so ein Gefühl geben kann, dass ich draußen schlafen werde. Das geht nicht. Also ich sage, es ist auch nicht möglich. Aber muss ja irgendwie, ne? Alter Schwede, Mann. Ich wäre da, glaube ich, so aufgeregt jetzt schon. Ich hatte minus 25 Grad, Alter. In den 90er-Jahren, früher, 2000 Jahre, es gibt lange, lange Tracte von Zeit, dass ich mich erinnern kann, weil ich so ein Alkoholiker war. So, ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke, ich habe für 6 oder 7 Tage draußen geschlafen, aber wir machen es dieses Mal, es ist das erste Mal nüchtern, dass ich draußen schlafe. War damals die Temperatur? Das ist schon hart. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass es ein bisschen warmer war, wenn ich meine Hose gepinkelt. So, das ist meine Geheimwaffe. Ach du Scheiße. Okay, nein, danke. Heute geht's um die Wildcards, quasi um euch. Also er hat schon mal draußen gepennt mäßig und ja, war wärmer, weil er sich mal in die Hose gepisst hat, falls ihr es nicht so ganz verstanden habt. Hat ja, also ja, man merkt halt, er hat übelst einen Ami-Akzent, amerikanischen Akzent. Muss man echt gut zuhören, damit man versteht. Community, wer ist von euch mit dabei? Wildcard. Also ich habe ein Bewerbungsvideo gemacht. Ich bin Franziska, bin 35 Jahre alt. Meine Entscheidung fiel dann aufgrund einer Bauchentscheidung auf Franziska. Also diese Kälte, ich glaube, so ein auf die Schlagkälte haben, so ins kalte Wasser rein oder irgendwas so, das stelle ich mir spannend vor, das ist nur überwinden. Aber die eine Wildcard-Gewinnerin oder mehrere? Also wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil mir so kalt ist und ich mich einfach nicht warm kriege, diese Vorstellung, ja. Ich habe Respekt vor der Kälte dort und okay, Nummer 2. Bin einfach gespannt, was auf Lolo mich zukommt. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und sehen, was das alles mit sich bringt, was die Situation so hergibt. Wildcard-Gewinnerin, okay. Abenteuerin und YouTuberin. Aber auch süße Zöpfe. Das war mir aber so klar, dass die macht auch 100 pro Twitch und so. Ich finde, die hat so ein richtiges Twitch-Face auch. Dass die zockt irgendwelche Games. Ich bin die Lolo-Maus. Ihr könnt mich aber auch gerne Anne Lolo nennen. So nennen mich meine Freunde. Ich habe mich hier beworben zum Arctic Warrior.
Scheiße, okay. Und habe die Wildcard bekommen. Und das ist wirklich für mich eine Riesenehre, die Community vertreten zu dürfen. Ich freue mich am meisten wirklich auf das Wetter. Also ich hoffe, wir haben gutes Wetter, denn dann ist es umso schöner. Kenne ich nicht. Das ist aber keine also Wildcard-Gewinnerin. Wetter meine ich, dass wir... Wird wahrscheinlich irgendeine YouTuberin sein, die etwas größer ist. Sonnenlicht erhaschen können. Oder vielleicht irgendeine Prominente. Ich glaube, das wird so dann so balsam für die Seele sein. Hey, wer ist denn das jetzt? Ah, hier. Yvonne Ferrer. Ja, kenne ich nicht. Ich bin Yvonne, ich komme aus Köln und bin als Schauspielerin aktiv. Oh Gott, die hat aber auch schon einiges gemacht. Der Otto hat mich kontaktiert und ich habe recht spontan und naiv zugesagt. Oh. Otto hatte mir das ganze Format kurz geschildert. Ich war ja schon beim Ocean Warrior dabei. Und ich bin ja tendenziell jemand, ich liebe Herausforderungen. Und er hat mir das erzählt. Ja, den kennen wir. Ich mach mit, ich bin dabei. Also den kenne ich zumindest. Sag mir nur wann und ich bin am Start. Sofort. Der Herr Pitz. MMA-Fighter, sieht man an den Ohren. Ich bin Profisportler, ich kämpfe MMA, Mixed Martial Arts. Der ist schon hart im Nehmen. Ich glaube, der wird es bis zum Ende durchziehen. Gedanke, diese Challenge, diese physische Challenge schon immer gefallen. Ja, 800, okay. 20-4 ist echt gut. Sport ist so faszinierend, weil man also wirklich sehr gut so viele Arten und Weisen gestalten kann. Das möchte ich machen, das ist genau mein Ding. Du meinst mit Gestalten deinen Gegner. Genau. Kampfunfähig machen. Ja. Es gibt Humor hat jede er. Menge Möglichkeiten beim MMA. Es gibt Submissions, also Aufgabegriffe, Würgegriffe, Hebel auf die Gelenke. Ja, es gibt den klassischen Rear Naked Choke, also ein klassisches Beispiel für eine Submission, für einen Aufgabegriff, wo man mit einem Würgegriff arbeitet, ist zum Beispiel ein Rear Naked Choke. Das heißt, ich habe den Rücken des Gegners und schnüre sozusagen die Sauerstoffversorgung, Blutzufuhr zum Gehirn ab. Und dadurch kommt natürlich dann eine Aufgabe zustande des Gegners. Ja, du chokst ihn aus. In dem Moment, weil er sonst einschläft. Und ich habe den Kampf damit gewonnen. Ich glaube, es wird nicht viel geben. Ja. So ein paar gefrorene Bären, die man irgendwie ausgraben wird. Ruthless Cat. Kenne ich auch nicht. Mein Name ist Alex, ich komme aus Kaiserslautern und führe einen YouTube-Kanal mit dem Thema Abenteuerreisen. Also Outdoor-Bereich ist halt gar nicht so mein Thema. Ich gucke da halt wirklich gefühlt nur Fritz und Otto. Guck ich dann noch irgendeinen, der so Outdoor-Kram macht? Also ein bisschen Robert Mark Lehmann, aber bei dem ist es eher so ein bisschen so das Thema Umwelt und Tiere halt. Das ist dann eher nicht so abenteuermäßig. Eine ziemlich witzige Geschichte. Ich bin wahrscheinlich der erste Kandidat, der gefragt wurde oder eingeladen wurde für den Arctic Warrior. Da war ich damals in Madeira und habe die Inselüberquerung gemacht. Und genau an dem Tag hat sich ein riesen Felsen gelöst, direkt über mir. Ich musste um mein Leben rennen. Also ich bin echt um mein Haar gestorben. War eine riesen Sache auf Madeira. Junge, was die immer machen, ey. 15 Minuten später, in etwa 20 Minuten später, hat sich Otto bei mir gemeldet, weil ich unter seinem Kommentar für den Ocean Warrior mich beschwert habe, wieso gab es kein Bewerbungsverfahren. Und dann haben wir schnell die Nummern ausgetauscht, telefoniert und genau, geplant war für den Ocean Warrior. Und er hat mir von seinen Plänen erzählt, dass es einen Arctic Warrior geben wird. Und ich habe mich dann sofort, okay, wenn dann Arctic Warrior, das sehe ich nicht. Ich glaube, das wird auch eins der größten Challenges, so der Hunger. Also essen kann ich alles. Da habe ich eigentlich kein Problem damit. Aber es sollte halt irgendwas geben, was nach Essen kommt. Wird man schon was finden? Keine Ahnung. Der ist auch sympathisch. Warte, ja, das will ich mal alles lesen. Gerd Schönfelder kenne ich leider auch noch nicht. Amateur. Ist er wirklich Amateur? Weil hier, der, ja gut, in dem Bereich jetzt wahrscheinlich mit Arktis und so. Aber hier hat er schon einiges gemacht. Paralympics-Ski-Legende. 16-facher Goldmedaillengewinner. Richtig krass. 14-facher Weltmeister. Hall of Fame des deutschen Sports. Also einer der besten Sportler Deutschlands, kann man sagen. Crazy. Ein paar glückliche Umstände, sag ich jetzt mal, habe ich die Chance eben gekriegt, dass ich erstens einmal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es eine paralympische Skimannschaft gibt und ich auch den Kontakt herstellen konnte. Und
Und da war ich dann das erste Mal dabei und das war natürlich genau meins. Wusste ich auch noch nicht mal, dass es sowas gibt, paralympische Skimannschaft in Deutschland. Also hab schon einiges erlebt. Dann bin ich ja in der Tat der Älteste hier. Alt, behindert. Einschneiden war natürlich der Unfall mit 19 Jahren. Er hat Humor, das ist cool. Weil ich den Arm verloren habe und meine Hand so schwer verletzt habe. Also dann wurde auch der Zeh transplantiert. Boah. Das ist ein Zeh. Ah, das ist ein Zeh? Heilige Scheiße. Ein Zeh. Ja. Also ich habe immer noch 10 Zehen. Ich hoffe, ich habe nach dem Event auch noch 10. Wow, okay, heavy. Von den anderen ja gut, du brauchst ja mindestens 2 Finger. Also der Daumen ist ja wirklich der wichtigste. Bei mir wären es halt dann 50% von der Hand. Das ist ziemlich bitter. Also das darf nicht passieren. Da hätte ich schon Schiss davor. Ja, das wurde gemacht, damit ich greifen konnte, damit ich Funktion habe in der Hand. Weil mit einem Finger kann man Nasen bohren und da ist der Daumen eigentlich auch nicht so der richtige. Das waren auch so die Aussagen von meinem Umfeld. Die haben es alle gut gemeint und die haben alle gewusst, ich bin ein Sportler, ich bin ein guter Fußballer, ich bin ein sehr guter Skifahrer gewesen. Und dann hast du gehört, naja, das ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt musst du halt andere Sachen machen. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, also das jetzt mich da so abzuschreiben, das, also ich wusste noch nicht, wie ich das mache, aber mir war klar, das muss ich mir und auch den anderen noch beweisen, dass ich das schon noch kann. Und das war schon mal so das hat... Der wird sich durchbeißen. Der hat Siegermentalität, ey. Schon, dass er 14-facher Weltmeister ist und 16-facher, also... Goldmedaillengewinner, also von dem erwarte ich jetzt echt viel. Mich an meinen, ich sag mal, sportlichen Ehrgeiz gepackt. 1992, also gut 2 Jahre nach dem Unfall, Albertville, dann kam Lillehammer, dann kam Nagano, Salt Lake City, Turin und Vancouver. Und in der Zeit habe ich 22 Medaillen gewonnen, 16 goldene. Leute, das ist so heftig. In der gleichen Zeit waren ein paar Weltmeisterschaften auch noch, da habe ich 14 Mal gewonnen. Junge. Macht 30 Titel. Für mich 30 Titel, Spieler, Alter. Der mir ja mehr oder weniger mich ein bisschen rehabilitiert hat, zurück ins Leben. Und das hat mir sehr gut getan. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist ja jetzt schon 34 Jahre her, würde ich mal sagen, das erste Jahr war richtig scheiße. Mit allem, was so war, rauf und runter und neue Situation. Aber danach waren es 33 geile Jahre. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube, er ist wirklich mein Favorite in dem Format mit Sascha, weil ich den ja von den anderen YouTube-Videos und so kenne, die ich privat auch schaue, aber wow, ey. Junge. Der hat einen richtig, der macht einen richtig guten ersten Eindruck, so. Ich kenne ihn jetzt erst seit ein paar Minuten hier von der ersten Folge, aber mega cool. Mega cooler Typ. Ja, da steht sogar Arctic Warrior. Sehr cool. Ja, Headquarter. Finnland. Wie kann das denn aus? Jili oder Monio? Ich rutsch keinen Meter. Hat der wirklich nicht seine Nikes an, oder? Heilige Kacke, Sascha, Alter. Ich darf jetzt live erleben, wie Stefan Pütz sein Nahrungsfenster öffnet. Hast du schon gemacht? Ich hab schon gefressen. Ich hab schon gegessen, ja? Vorhin doch. Ja. Oder? Er sieht schon ziemlich fett aus. Ey, was mir auffällt, YouTube Deutschland ist ja wirklich sowas von groß, ey. Das ist so heftig. Es gibt wirklich ja mehrere Kategorien und gefühlt ist alles so eine kleine eigene Welt, ey. Ich bin da so ein bisschen jetzt erst eingetaucht, ey, in diese Outdoor-Szene, ey. So mit Fritz und Otto und durch die lernt man halt noch so andere Leute kennen, ey. Das ist echt cool.
kann man halt immer so ein bisschen, das ist eigentlich eine, ist halt schon eine geile Cross-Promo, ey. So Projekte auch, muss man ehrlich sagen. Schon cool. Aus, ne? Ja, ich glaube, der kann was. Ich schmutz mal raus. Das ist der. Ah, nee, das ist kein Wilderness. Der Wilderness, okay. Ja. Mhm. Komfort minus 8. Ja, ja. Kuschelig. Viel mehr wäre nicht. Krass, okay, Rucksack gibt's on top. Sehe ich schon Thermoskanne, ganz wichtig. Paracord. Hm. Feuerstahl. Mhm. Feuerstahl bei Feuer machen bei minus 26 Grad. Ja, Feuer ist halt unabdingbar, gell? Also schön, dass alle jetzt zusammen sind. Ist ja eigentlich Pflichtprogramm. Ich hab mir gedacht, so bei so einer Liste, ja, wie flott das dann sind, wenn sie ein echter. Grüße gehen raus an Joris. Ich glaube, er weiß, viele haben Hunger mitgebracht. Lass uns erstmal essen, danach hole ich euch alle ab. Wer ist überhaupt in diesem Raum? Was ist der Hintergrund? Aber ich habe erstmal was essen und dann, ja, könnt ihr vorbeigehen, schon mal sehen, was dann Ausrüstung wartet für die, die es noch nicht haben, bevor ihr euch kennenlernt. Deswegen ruhig, einfach essen. So, I don't know what's the dinner for today, but... Hello, welcome all. My name is Sanna and this is my husband Tony and we are your local hosts. And today we have made you a dinner. It's very traditional Lapis salted reindeer and mashed potatoes with lingonberry jam and pickled cucumbers and some salad. And there was a few vegetarian. Please ask the food from me. The warm dish for me. Okay? Thank you. Perfect. Enjoy. So, vielen, vielen Dank, wirklich, dass ihr alle da seid. Euch wollte ich einmal wirklich persönlich begrüßen. Hab auch ein kleines Präsent für euch, wo ihr ein bisschen vorsichtig mit umsehen gehen solltet. Ihr werdet es gleich schon sehen. Ja, deswegen fangen wir mit dir, Sascha, an einmal. Und zwar gibt es für jeden Teilnehmer Messer, die ja, es nur einmal gibt. Unfassbar scharf. Ich kann es mal wegnehmen. Zwei Profis haben sich schon geschnitten damit. Oh Gott. Also wenn ihr mit rumspielt. Ich hasse Messer. Ja? Also ich habe auch daheim so wenig Messer wie möglich, weil okay. Ich Angst habe. Ich habe neulich eins vom Markt bekommen. Ja. Muss ich meinem Dad schenken. Ja. Aber das nehme ich natürlich mit also, dir an. Lauch schneidet sich halt auch sehr gut durch Messer. Also Messer schneidend. Lauch ganz gut, Kappa. Ja, war cool, ey. Er hat echt nochmal wirklich so eigene Messer erstellt, die es halt limitiert nur gibt für die Teilnehmer. Ihr könnt es ja so machen, ja, in den Rucksack verpacken und einfach nur angucken. Ja, du kannst ja, du nimmst es und dann sagst du, komm Sascha, jetzt hier 5 Minuten kannst du mit Messer kannst mal ein bisschen spielen, genau. Schnitzen. Wir haben auch Schnittschutzhandschuhe und alles. Passt drauf auf, ist einfach als kleines Präsent, als Andenken. Das ist mit dem, ja, extra angefertigt von so einer... Schreib noch einmal einen dummen Kommentar unter meinen Videos. Ja, schön, dass du da bist. So. Ey, danke, dass ich da... Oh, Sascha, Alter. Geschnitten? Nee. Ja. Hat er sich geschnitten? Oh, ich hab gewusst, ich sollte nicht Erster sein. Okay, eine oh. Schwäche, Messer, erste Verletzung. Dritter, der sich geschnitten hat. Mike, wir haben ist nicht passiert, oder? Er hat sich nicht wirklich geschnitten, oder? Nein. Okay, so, bevor wir mit dem Tank. Oh, es ist so Sascha-like, oh mein Gott. So ein Dulli. Ja, ja, das glaubt doch keiner. Oh. Sorry, dass ich lachen muss, aber ich habe jetzt auch gedacht, hey, du verarschst mich doch jetzt. Nee. Muss es genäht werden? Ey, ich wusste es. Deswegen hasse ich Messer. Aber es ist nicht mach schlimm. Mach erstmal kurz Druck drauf. Ist nicht schlimm, oder? Gucken wir uns nachher an. Hey, wie ist das gerade passiert? Ey, ich hab natürlich wieder einen dummen Witz gemacht. Da wollte ich es reinpacken, es war nicht drin. Der Finger ist noch dran. Der Finger ist noch dran, ne? Boah, das wäre das ekelhaft gewesen. Die sollen es besser drin lassen. Ja, der braucht halt so eine Kindersicherung oder so, der Sascha. Für das Messer. 5 Minuten, ja. Ja, dass die Blutung aufhört. Okay. Ja. Weil sonst das Einzige, was passiert ist, wenn ich es jetzt anschaue und auseinanderziehe, dann sifft es wieder raus. Ja, okay. Mhm. Und dann sehe ich auch nichts. Hey, ich bin noch nicht mal 2 Stunden hier. Ich habe gegessen, ich habe was getrunken und dann das. Das geht auch noch nicht mehr. Du hast schon was zu essen und zu trinken bekommen. Das stimmt, ja. Stell dir vor, das wäre davor passiert, ne? Der Ärger ist so groß. Sehr froh, dass es nicht ins Fuß gefallen ist. Stimmt, ja. Alter,
dann noch Glück im Unglück, oder? Ich kann es nicht glauben. So, wir haben eigentlich noch einen weiteren Bunde, aber wir haben nur 16 Messer. Das heißt, auf jeden Fall geht auch nach Österreich noch eins. Muss nur noch gerade eins produziert werden. Ja, Silent Outdoors, quasi der, nicht Ersatz, sondern wie soll man sagen, Backup, falls jemand von den Teilnehmern nämlich in den nächsten Tagen sagt, boah Otto, ich habe mir das nicht so vorgestellt, ist zu kalt, ist zu anstrengend, deswegen an euch auch nochmal, dann ist das alles andere als eine Schande, ne, zu sagen, boah Otto, Körper, das ist einfach ein bisschen zu viel, dann haben wir die österreichische Power, die da steht, oh, das machen wir. Stiller YouTuber. Ich bin Florian, bin 38 Jahre alt, komme aus Kärnten, bin verheiratet und Vater von 4 Kindern. Drehe aber auch YouTube-Videos für meinen Kanal Silent Outdoors, der sich mit den Bereichen Bushcraft, Natur und Fischen beschäftigt. Der Kanal, es wird nicht gesprochen. Der redet wahrscheinlich nicht in den Videos, gell? Könnte ich mir vorstellen. Finde ich eigentlich ganz cool. Man kann einfach mal zugucken und genießen. Finde ich cool. Deswegen Silent Outdoors. Das sind Videos. Die Zuschauer. Ist auch ein knallharter Kerl, sage ich euch ehrlich. Ja. Ich glaube, der würde. Für den wäre das ein Standardprogramm, glaube ich, der Arctic Warrior. Könnte ich mir vorstellen. Mitnehmen sollen, also ich erzähle eine Geschichte. Oh, was er baut, ey. Crazy. Ja, er wird gerade schon. Und? Jetzt sei doch nicht so neugierig, hey. Ist ja wie beim Kinderkriegen. So, ja, komm, sag. Aber geht, oder? Alter, ich weiß es noch nicht. Lass mir doch mal Zeit. Okay. Der erste ist erklärt. Okay. Der zweite, er ist erklärt. Ich will jetzt mit meinen Händen irgendwie reingehen. Ist es tief? Weiß ich nicht. Ich sag's mal so: Es ist so tief, dass es blutet. Ja? Also hat sich ein bisschen Hautlappen reingeschnitten. Also Hautlappen musst du halt immer gucken, wie tief der Hautlappen reingeht. Ne? Weil da gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst den sauber machen, du kannst den zuklappen und du kannst den festmachen und dann wächst das Ding direkt wieder fest. Da musst du nur aufpassen, weil es am Finger ist, wenn er damit rumfummelt, dann ist die Belastung auf dem Finger und dann reißt sie halt schnell immer wieder auf. Ne? Das heißt, wenn es zu tief ist, muss es halt, vor allem wenn er jetzt demnächst noch irgendwie was Sportliches machen will, die nächsten 5 Tage, ja, muss man halt überlegen, ob man es nähen lässt, damit es besser hält einfach. Ja, normalerweise, sonst wenn es zu Hause wäre, wäre es egal, würdest du sagen, okay, du klappst das Ding drauf, das Ding hält, ja, zur Not irgendwann fällt der Hautlappen ab, es vernarbt und so weiter. Aber wenn er jetzt halt noch irgendwie was mit der Hand machen will die ganze Zeit, und ist das vorne am Finger? Ah ja, nee, komm, nee, ist einfach, oder? Also, ich würde da jetzt gar nicht so rumgefuchtelt machen. Dann kann es halt sein, dass es immer wieder aufreißt und wenn er dann draußen ist, dann kann es sein, dass es infiziert und so weiter und das willst du ja nicht, ja? So. Also das Schlimmste, was passiert, ist, dass du es jetzt noch genäht haben musst. Das macht aber nicht ich, ja? Das macht dann halt einer im Krankenhaus. So, damit ist einer schon mal ausgeschieden. Nee. So leicht geht das nicht, ja? So leicht geht das. Alter, wenn das jetzt wirklich, also wenn Sascha jetzt dadurch rausfliegt, wäre das sowas von wack, Alter. Also, Junge, nur weil der Messer nicht handeln konnte. Alter, bitte nicht, ey. Wäre so dumm gelaufen, sonst wie ihn. In so einer doofen Aktion. Oh Gott, da kann ich aber auch nicht gucken, sag ich euch ehrlich. Blut ist so ein bisschen eine Schwachstelle. So bei Mixed Martial Arts ist okay, aber jetzt gerade finde ich es schon ein bisschen ekelhaft. Oh, okay, schon hart. Eine Sache wollte ich noch anmerken, und zwar wir haben zwei Leute hier im Raum. Krass. Einmal hinten rechts mit der Mütze auf und der Sturmhaube drin, obwohl es so kalt ist. Den Tom. Tom ist freigegeben worden vom, was dürfen wir sagen? Angehöriger des Kommandos Spezialkräfte. Achtet bitte darauf, dass der Tom, wenn ihr irgendwo Bilder macht, nicht zu sehen ist vom Gesicht her, sondern einfach zu. Wir haben noch jemanden, da kann ich noch nicht mal den Namen nennen. Mr. X in der Ecke, zeig zumindest mal das Gesicht. Genau, da ist es noch wichtiger, gar nicht erst auf dem Bild zu sein. So, ich kann es leider nicht genau, also ne, genau erklären, würde einfach genau schon jedem klar sein, okay, wo kommt der her? Ja, der wird irgendwie, ja, so, keine Ahnung, so unbekanntes Special-Einsatztrupp sein von irgendeinem Land oder von irgendeiner Organisation. Keine Ahnung, vielleicht auch von NATO oder so, keine Ahnung. Da wird schon irgendein krasser Killer sein oder so wahrscheinlich. Crazy.
Also das man kann irgendwie sagen, natürlich das, was heute noch zu bieten hat. Und ja, guckt einfach, dass die bei, also er nie ganz, nie auf gar kein Bild drauf ist. Und bei ihm nur mit Bedeckung, ja. Ansonsten sind sie ganz nett. Sehr nett, sehr freundlich. Können bei allem unterstützen, stehen auch mit Rat und Tat da zur Seite. Nur da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir da dann ja, die beiden Jungs nicht mit drauf haben. So, ansonsten, ich habe ein, zwei Leute, zu denen ich noch was sagen wollte. Erstmal schön, dass ihr da seid. Die Cabin, hier ist so diese ja, große eine Ansammlung. Wir verlegen nachher rüber, wo wir die... Boah, ich glaube, da gäbe es auch so einen mega krassen Stress, Alter. Wenn da jetzt irgendeiner den abfotografieren würde. Ich würde mir beide Gesichter so krass merken. Und wirklich, ich würde mich sowas von dran halten, weil ich glaube, da gibt es sonst richtig, richtig, richtig harten Stress, Alter. Wenn man das verkackt und irgendwie einen abfotografiert und dann irgendwie auf Insta das teilt. Die Unterkunft haben... Nachdem jeder seine Ausrüstung bekommt, dabei gebe ich gleich an Sebo. Sebo. Also ich bin der Sebo. Ich habe versucht, die Ideen, die von allen Seiten eingeprasselt sind, irgendwie zusammenzufassen. Also ich habe verbrochen, was ihr erleben werdet teilweise. Seid mir bitte nicht so sauer. Ich hoffe, es macht Spaß, weil ich glaube, es ist absolut geil. Wichtig ist, dass ihr morgen alle euren Skianzug, den ihr mitbringen solltet, dabei habt. Also die Wechselklamotten, die ihr, wenn es nass werden sollte, benutzt. Ich will, dass ich wollte. Man muss doch sagen, und Sebo wird alles vormachen. Also, und kaltes Wasser ist meine Nemesis. Ich würde so. Das ist Endgegner. Du gibst mir vielleicht was von deiner Superkraft, Stefan. Das wäre gut. Mit dem kalten Wasser. Warrior Village. Wir sind zu Lodge, okay? Also wir testen jetzt Jared sein Sleeping Bag. Wir haben jetzt nämlich schon herausgefunden, dass es ein One-Size-Paket ist. Also es gibt kein extra large. Und wie groß bist du? In Meters? Yeah. Ich denke, 6'4". Ja, also ich muss schätzen, irgendwie 1,95 irgendwie sowas. Okay, er hat's reingeschafft. Your head's supposed to go inside it too, right? Oh, you have a big advantage actually with the sleeping bag. You can put out your arms outside and yeah? It's, really? I guess it's in that one. Back to the right arm from there. Ah, krass, ey, dass es sowas gibt, ey. Finde ich cool. Wusste ich gar nicht. I don't think this is supposed to go out. This is so other guys can come and pretend to give you the wank. I'm pretty sure. Alright, well, that's, I can see where that would come in handy. Yeah. Okay. Mission erfolgreich abgeschlossen, er passt rein. Und, ist fein? Hä? Ist fein? Oh, schneller, Kollege. Ja, was machen wir gerade? Wir machen eine Ausstellung. Alter, das wird halt so anstrengend, gell? Ein Kilometer dort ist halt gefühlt wie 10. Scheiße, Alter. Oh Gott. Muss doch mal auf Toilette. Typisch Frau. Erstmal hinlegen und dann schneller nochmal aufstehen. So, 56 Stunden bis zur Aussetzung. Ich glaube, das wird so eine Vorbereitungsfolge. Alle Teilnehmer werden die gesamte Zeit mit mehreren das GoPros ist mein ausgestattet. Gesicht und meine Stimmung am ersten Tag Trainingstag. Ich bin gespannt auf den direkten Vergleich, wenn ich wieder hier bin. Ich weiß nicht an welchem Tag, aber mein Finger geht's. Ich habe vorher noch was ausgepackt und dann habe ich so Druck drauf gehabt. Das hat kurz wehgetan, das war scheiße. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, dass sehr gut feiert ist über Nacht. Mhm. Das ist ja schon sehr, sehr guter Dinge, ja. Mhm. Aber guck mal, wir sehen alle gleich aus. Ja. Ey, ich freue mich. Also, ey, die Jacken sind mega cool, Mann. Ich beobachte Stefan schon die ganze Zeit. Ich versuche auch... Was sind das für Jacken? ...das auf den Teller zu kriegen, was er so isst. Schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Aber irgendwie habe ich auch Bock drauf. Okay. So, Kamerasekten sind weg, oder? Perfekt, let's go. Ich stehe wieder stark. Gut.
Wie geht's im Knie? Ja, es wird wieder schlimmer, oder? Nach unserem Unfall? Nein, es ist nicht. Das ist Paulina. Meine mittlerweile. Wie lange ist es schon her? Hilf mir. Sechsjährige Freundin. Ja. Und ja, wir gehen durch dick und dünn. Ich dachte kurz, er sagt verlobt oder verheiratet, dann hätte ich aber was verpasst, ey. Mega krass, 6 Jahre, also Sascha, wird langsam mal Zeit, ey. Jetzt, hüt doch jetzt endlich mal ein, Bro. Also, super Team. Also ich war ja mit Otto auf der Sandmasters Wildinsel im gleichen Zimmer, wir haben uns super verstanden. Ich wäre natürlich deswegen sehr gerne dabei gewesen, weil Otto als Zimmerkollege oder Kamerad habe ich natürlich motivieren können und ich habe gesagt, ich bin bei jedem Spaß zu haben, den du machst, ich bin immer am Start. Und ja, ein Mann, ein Wort, ich habe versucht, das Ganze einzuhalten, aber, so wie das Schicksal, so will, vor gut 2-3 Wochen kommt der Ehrenmann Stefan Pütz. Was machst du? Das bringt doch nichts. Ich bin gut dehnbar, Bro. Ja, du stinkst, Mann. Aber er macht es gut, er gibt nicht einfach den Rücken her. Er dreht sich raus, er weiß, es ist Gefahr, ich merke das, gell? Ja, 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 ja! Erstmal eine Powerbomb. Ah ja. Okay, ja. Oh Mann, scheiße. Oh, fuck, Digga. Oh, scheiße. Ist da wieder rausgesprungen. Ja? Ja, ist natürlich eine falsche Bewegung. Ja, führt zu schlimmen Schmerzen. Aber vor 2-3 Wochen haben wir leider das MPFL-Band gerissen im Knie. Und dann habe ich sofort Otto angerufen und gesagt, Otto, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, du hast die Story gesehen, Band ist abgerissen, aber halt mir den Platz frei. Bis zum letzten Tag. Und ja, Reha, also Kai Pflaume hat mir wirklich super Ärzte da empfohlen. Ich war bei super Ärzte, super Ärzte-Team. Und ja, wirklich die besten Ärzte. Und bin herumgefahren, habe alles gegeben, damit ich einfach fit bin. Reha, alles, volles Programm. Und dann ein paar Stunden davor oder 1-2 Tage davor gesagt, Otto, leider, es geht einfach wirklich nicht. Was soll ich machen? Aber ich komme vorbei, ich unterstütze das Projekt vor oder hinter der Kamera, wo ich unterstützen kann. Ich bin da. Man sieht nur bei manchen, die waren schon ein bisschen im Einsatz. Otto zum Beispiel. Es tut mir für Sascha mega leid, ey. Ich glaube, der hätte mega viel Spaß gehabt, ey. Das ist halt manchmal passiert so eine Scheiße. In der Vorbereitung für etwas. Ist ja meistens auch so bei MMA-Kämpfern oder so, wenn die sich eine Woche vor dem Kampf, Titelkampf oder so verletzen. Das ist dann auch echt genauso ärgerlich. Anzug, komplett dreckig. Hier der Anzug. Hier war jemand mal richtig geil auf dem Bauch runterrutscht, hatte ein bisschen Spaß schon. Ist aber auch wichtig. Oh, warte mal, ich will mal. Okay, die Handschuhe kenne ich. Habe ich ähnliche. Ich will mal wissen, was das für eine Jacke ist. Bei manchen, die waren schon ein bisschen im Einsatz. Otto zum Beispiel, sein Anzug, komplett dreckig. Hier der Anzug. Hier war jemand mal richtig geil auf dem Bauch runterrutscht. Jacke, mega cool. Anitia. Muss ich mal später googeln. Anitia, muss ich mir merken. Spaß schon, ist aber auch wichtig. Auch mal kind. Ja. Immer Spaß haben. Wenn man aufhört zu lachen, läuft was falsch im Leben. Ja, ich habe auch extra meinen Bart wachsen lassen, dass ich im Gesicht nicht so frieren kann. Das ist mein Bart nach 3 Wochen. Schatz. So, jetzt alle bitte die Jacke herstellen, den Carinthia-Patch von der linken Seite abmachen, auf die rechte Seite aufsetzen, sodass ihr gleich. Ich glaube, Sascha würde ein richtig krasser Vollbart mega gut stehen, ey. Ich glaube, der würde richtig brutal aussehen. Gleich hier die Teampatch drauf machen können. Ansonsten legt die Rucksäcke weg. Guckt, dass ihr gut aussieht. Wir gehen runter und dann geht's los. Jetzt Teamzuteilung. Jetzt wird's nochmal sehr spannend. Wer wird euer Partner für den Arctic Warrior 2023? Ich hoffe, wir machen jeden irgendwo damit glücklich und ich glaube, wir haben, und ich bin 100% davon überzeugt, dass wir richtig geile Teams haben. Ich würde als erstes bitte gerne den unsympathischen TV nach vorne bitten und den Otto. Oh! Unser Team Lila, Laila macht geiler. Okay, finde ich mega cool, das Team. Otto und Sascha.
so breite Typen im Wasser gar nicht in. Ja, das war tatsächlich. Ich war im Fitnessstudio. Ja. Ja, die werden sich alle einmal warm anziehen da draußen. Team Lila. Ja, ich weiß, Otto weiß auch nicht, dass er eine angezogene Handbremse mit sich hat. Als nächstes bitte ich den lieben Tom nach vorne. Ich bin der Tom, wo ich herkomme, darf ich nicht sagen. Und was ich mache, darf ich auch nicht sagen. Ich habe vor allem eine Gebirgs-Winterkampfausbildung genießen dürfen und eine Klimazonenausbildung, die exakt auf das, was hier beim Arctic Warrior gebraucht wird, passen. Wir haben überlegt, dem mit dem Wissen, wen geben wir dir an die Seite. Wir haben uns für die liebe Yvonne entschieden. Viel Spaß! Also alle Leute vom Team haben schon gesagt, wow, du hast Tom, du bist in guten Händen. Der ist wirklich super. Man sieht einfach, er muss doch grinsen, oder? Er denkt sich auch nur, das wird ein schöne Tage. Und klar, ich habe das jetzt natürlich noch nicht alles so gesehen. Das werden wir dann in der Wildnis sehen. Irgendwie ein witziges Team, die beiden. Ob sich das wirklich hier bewährt. Aber ich fühle mich wie so ein Ehepaar irgendwie nebeneinander, die jetzt gleich ein Haus kaufen. So, ich glaube Bataillon 25. Ich bin die Tatjana, komme aus Österreich, genauer zu sagen aus Kärnten. Und Alter, die hat ihr Geburtsjahr auf dem Hals tätowiert, okay, das ist schon hardcore. Zum Bundesheer bin ich eigentlich gekommen, muss jetzt sagen, durch eine Bekannte. Ich wollte zuerst zur Polizei gehen und die hat dann gesagt, schau dir doch einfach mal das beim Bundesheer an. Gesagt, getan, diesen Girls, die was wir haben, in die verschiedenen Kasernen angeschaut, sofort den Vertrag unterschrieben. War genau meins. Du bekommst die Maschine, Stefan Pütz. Alter, ist der crazy. Ich fange mal so an, was er von mir lernen kann, ist definitiv, weil das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist herkommen und hat gesagt so, du kannst aber eh Feier machen, oder? Also schätze ich mal da, können wir schon lernen, ich habe es ihm heute nämlich schon kurz gezeigt, wie es funktioniert und habe ihm auch darauf hingewiesen, dass ich es einmal mache und dann die nächsten Tage kann er das immer wieder schön probieren. Also ich glaube, das wird für ihn auch ein Erfolg sein, weil ich glaube, das kann er nicht. Philipp! Finde ich cool, aber wir zeigen es einmal vor und dann soll man es ja auch mal selber ein bisschen lernen und so. Muss schon sein. Gebirgsjäger. Ja, ich bin der Philipp, bin 26 Jahre jung und komme aus dem schönen Allgäu. In meinem Alltag bin ich natürlich beruflich viel unterwegs. Einen richtigen Allgäuer Schnauze. Ich bin Soldat im Hochgebirgsjägerzug. Mich macht zum Profi für den Arctic Warrior erstens meine Ausbildung bei der Bundeswehr. Gerade in dieser Klimazone waren wir schon viel unterwegs. Ich habe verschiedene Lehrgänge besucht, Bergrettungslehrgänge, Sommer wie Winter. Ich bin ausgebildeter Luftretter bei der Bundeswehr und darum denke ich, dass ich das meinem Schützling sehr gut weitergeben kann. Und damit wir auch in der Geschichte bleiben, bitte ich den lieben Gerd nach vorne. Bauweis, das bayerische Team. Aber hallo. Korrekt. Cool. Dann bitte Manuel. Hat so ein bisschen was von Vater und so. Ich komme aus dem wunderschönen Oberfranken, ehemaliger Zeitsoldat und ja, habe einen Outdoor-, Survival- und Fieldcraft-YouTube-Kanal namens Buschwerker. Warum ich schon witzig, ey. Irgendwie alle Outdoor-Leute haben immer so diesen kurzer Schnitt und diesen Fritz-Meinecke-Bart. Das feier ich. Also voll viele irgendwie. Otto fragen, denn ich habe mich ursprünglich als Wildcard beworben. Willkommen bei Buschwerker, ich bin der Manu und das ist meine Bewerbung für den Arctic Warrior. Ich kann laufen, ich kann beißen, es ist für mich kein Problem, wenn es mal wehtut, wenn es kalt ist, wenn es nass ist. Ich bin physisch und psychisch in der Lage, das zu überstehen, da mitzuziehen und alles auch eine harte Sau, ey. Mitstreiter Junge. Zu gefährden. Durch meine Zeit bei der Bundeswehr, bei den Heeresaufklärern, lag mein Schwerpunkt natürlich auch auf
weit laufen, viel Gepäck, überleben in ja, harschen Zonen, Gebieten. Schon im Stream hieß es im Chat, das ist aber kein Anfänger oder auch kein Buddy. Gut, damit habe ich eigentlich meine Chance so ein bisschen flöten gehen sehen. Dann habe ich allerdings relativ zeitnah eine bei Instagram eine Nachricht gehabt von Otto. Otto hat mich angerufen und gesagt, Manu, pass auf, wir hätten dich unglaublich gern als Profi dabei. Boah, das ist schon auch eine Ehre, muss man sagen. Stell dir mal vor, du bewirbst dich für die Wildcard und du bist eigentlich schon so erfahren, dass du dann einfach als Profi genommen wirst, so für das Format. So, dass du dann jemanden bekommst, dem du halt Sachen beibringst. Ist schon eine Ehre. Du plus Cat. Baby Blau. Ich glaube, wir ergänzen uns in einer Sache ziemlich gut. Manu ist eher so der Soldat, so getrimmt auf Survival und Ordnung und ja, Überleben und Sicherheit. Und bei mir ist es so ja, ich kletter erstmal auf einen Güterwaggon, fahre mal 700 Kilometer und schau, was passiert. Als nächstes sein einmal natürlich grün für Infanterie, ne? Schütze. Ich bin der Schein, 35 Jahre alt, seit 2009 bei der Bundeswehr. Jetzt mittlerweile in der Zeit eben diverse Lehrgänge besucht, Übungen, Einsätze, die mich halt eben auf solche Herausforderungen wie hier, so lebensfeindliche Herausforderungen, gerade mit der Kälte, in gewisser Weise vorbereitet haben. Hochgebirgslehrgänge, Einsätze, Afghanistan minus 20 Grad. Und ich denke, das hat mich so ein bisschen vorbereitet auf Situationen wie diese. Haben wir uns überlegt? So heftig, ey. Ich glaube, wenn du da wirklich ein paar Jahre dabei am Start bist, so diesen ganzen Spezialdruck, und du denkst dann auch irgendwie anders. So. Ja. Ich glaube, da werden irgendwie nochmal unbekannte Bereiche im Gehirn freigeschalten. Kann ich mir vorstellen, also was du da dann an Skills hast und alles, ey. Franziska. Team Grün. Jetzt glaube ich eine von der Wildcard, gell? Schon gut, aber ich würde das gerne noch ein bisschen tauschen. Hauke, geh du mal bitte da in die Mitte. Fremdenlegionär. Ja, also ich heiße Hauke Kühl. Ich bin mit 17 schon zur Bundeswehr, Fallschirmjäger. Hab dort auch Otto und die anderen kennengelernt. War nach der Bundeswehr auch immer in der Fremdenlegion. Muss ich mal später googeln, was die Fremdenlegion ist. Fallschirmjäger, ich war in der Legion, ja, ich weiß nicht, ob mich das zum Elite-Soldaten macht. Es macht mich einfach zu einem erfahrenen Soldaten, denke ich, der das nötige Know-how mitbringt. Ja, war deswegen auch ganz froh, dass Otto mal angerufen hat, dass ich mal wieder rauskomme und nochmal gucken kann, ob ich es noch drauf habe. Und jetzt, der kommt mir sehr ernst vor. Mein Name ist Mello, bin 37 Jahre alt, ich komme vom Bodensee, ich bin Survival-Ausbilder der Bundeswehr und ein guter Bekannter von Otto. Ich finde, für mich persönlich ist die Arktis mit Abstand die gefährlichste Klimazone, aber auch die Klimazone, in der ich mich tatsächlich am wohlsten fühle. Wann haben wir eigentlich die Team? Ich weiß ja nicht, was ich für einen Partner kriegen werde. Ich hoffe, einen relativ ruhigen Typen, der klar ist. Klar im Kopf ist. Wir haben unser Team. Evil Jared. Es war so klar. Er ist hoch mit Scheiße, aber vielleicht nützlich. Das wird interessant, das wird lustig. Er kann mich dann auch gerne fertig machen. Habe ich kein Problem. Ich schub sie einmal in den Schnee, das ist gut. Das ist so klar. Oh, wie cool. Okay, ich finde jedes Team nice. Wenn Otto gerade nicht da ist, ich habe mir extra eine Frage aufgespart. Die spare ich, also die erzähle ich euch jetzt. Ich weiß noch nicht, wie man draußen richtig aufs Klo geht.
Also Otto, falls du das siehst, das wird, sobald wir, und das schwöre ich dir, die ersten Meter gemacht haben, nur zu zweit, die Frage kommt direkt. Direkt. Hört mir jetzt jeder genau zu, der Spaß hat jetzt Ende. Ich habe nur einen Anruf bekommen, dass sie zusammengebrochen ist und zitternd am Boden liegt. Wie bekloppt ist das eigentlich so? Was machen wir hier? Warum? Wir brauchen hier die Sicherheit, dass jeder alleine aus dem Eis rauskommt. Scheiße, ey. Wenn man nicht alleine rauskommt, wird man hier sterben. Ich dachte mir so, ey, der hat keinen Bock wahrscheinlich gerade hier zu stehen. Ich habe keinen Bock da reinzugehen, weil wir es nicht einfach skippen. Alter. So nice auch, das Bild hier, ey. Junge, Junge. Das ist crazy. Also ich finde jeden Teilnehmer mega nice. Und erste Folge hat einfach jetzt übelst Bock gemacht, die nächste zu schauen. Auch Paramount Plus, mega nicer Sponsor. Okay, dann würde ich mal sagen, ab hier beenden wir die Reaction. Falls euch die Reaction gefallen hat, könnt ihr gerne Abo, Like und einen Kommentar da lassen. Ist kostenlos und würde mich freuen. Habt noch einen schönen Tag. Euer Torben.